Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Journal von RegioTV Bodensee. Wieder ist eine Arbeitswoche geschafft. Schön, dass wir Sie nun ins Wochenende begleiten dürfen. Und zwar mit folgenden Themen. Gemeinderat stimmt Baugesuch zu. Im Ostracher Teilort Hahnenest soll ein Stall für 1000 Milchkühe entstehen. Anschlussunterbringung Richtfest in Weingarten. Innovation, Studenten testen fahrerlose Rennwagen. Und letzte Chance, noch zeigt sich die Sonne. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Alles schien in trockenen Tüchern. Dort, wo heute noch das traditionsreiche Eichwald-Strandbad steht, sollte im Spätsommer mit dem Bau der neuen Lindauer Therme begonnen werden. Saunalandschaft und Wellnessbereich inklusive. Vor allem die Stadt erhofft sich, mit der über einen Investor finanzierten Therme Besucher aus der ganzen Region anzulocken. Jetzt steht das umstrittene Großprojekt jedoch auf der Kippe. Sie fürchten Schaden für Flora und Fauna und dass ein Stück Lindauer Tradition verloren geht. Während die geplante Therme für die Stadt ein Touristenmagnet ist sie für die Bürgerinitiative Eichwald vor allem eins: ein starker Eingriff in die Natur. Das entfremdet den Zweck des Landschaftsschutzgebietes, es zerstört das Landschaftsschutzgebiet. Nebenbei sollen noch etwa über 20 Bäume fallen, eben von diesen auch teilweise 150 Jahre alten Eichen, die Sie hier im Hintergrund sehen. Das ist für uns gar keine Frage, dass das so nicht kommen darf. Die Bürgerinitiative hat deshalb ein Bürgerbegehren eingereicht. Mit Erfolg. Im Juli entscheiden die Lindauer nun über das Großprojekt. Sollte die Therme samt Saunalandschaft und Wellnessbereich nicht gebaut werden, würde vor allem der Investor, aber auch die Stadt Millionen verlieren. Denn die Planungen für die Therme laufen seit Jahren. Erste Verträge sind unterschrieben. Die Argumente der Stadt, das Lindauer Hallenbad und das Strandbad Eichwald seien so marode, die nötige Sanierung so teuer, dass es sinnvoller sei, gleich eine neue Bademöglichkeit entstehen zu lassen. Die Bürger, die mit mir reden, die sind auch alle für die Therme. Ja, ich meine, dass hier immer einige dagegen arbeiten, das ist ja in Lindau bekannt, das erlebe ich hier seit Jahren. Aber sie haben bisher kein Projekt wirklich verhindern können. Maximilian Schuff von der Bürgerinitiative sieht das anders. Am Anfang war das sozusagen das angebliche Alleinunternehmen vom Herrn Schuff. Dann waren es die paar Hanseln, dann waren es diese 50 Leute. Wir haben ad hoc 2700 Unterschriften gekriegt, von denen über 2200 gültig sind. Ja, wenn das die kleine Minderheit ist, dann soll der Herr Dr. Ecker das so meinen. Der Abriss des alten Bades wird sich nun aber auf jeden Fall verzögern. Denn bis die Lindauer am 23. Juli über den Thermenbau abgestimmt haben, darf die Stadt in Sachen Eichwaldbad nichts mehr unternehmen. Ein Stall für 1000 Kühe in Hahnenest bei Ostrach im Landkreis Sigmaringen könnte das bald Wirklichkeit werden. Die vier Landwirte, die den sogenannten Milchpark planen, haben das Baugesuch eingereicht. Seit sie ihre Pläne publik gemacht haben, sorgen sie für Diskussionen, auch weit über Ostrach hinaus. Schließlich wäre der Stall einer der größten Milchviehställe in Baden-Württemberg. Der Gemeinderat Ostrach hat am Donnerstagabend in öffentlicher Sitzung dem Baugesuch für den Milchpark Hahnenest mehrheitlich zugestimmt. Es gab eine Gegenstimme. Vier Landwirte aus dem Weiler Hahnenest im Landkreis Sigmaringen planen, einen Stall für 1000 Milchkühe zu bauen. Der Gemeinderat Ostrach hat gestern mit großer Mehrheit dem Projekt Milchpark Hahnenest im Baugesuch zugestimmt. Das sogenannte Bundesemissionsschutzverfahren, das Landratsamt betreibt, waren wir gestern gefragt, in der Anhörung eine Stellungnahme abzugeben. Wir haben mit der Zusatzforderung, dass die Ergebnisse des Grundwassermonitorings auch regelmäßig veröffentlicht werden, diesem Bundesemissionsschutzverfahren zugestimmt. Das war jetzt für uns als Gemeinderat der letzte Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Bauprojektes. Wir gehen davon aus, dass die Bauherren, wenn sie vom Landratsamt, von der Genehmigungsbehörde dann entsprechend grünes Licht bekommen, auch den Bau des Stalles beginnen, immerhin dann der größte Milchviehstall Baden-Württembergs mit 1000 Kühen. Das Großprojekt ist umstritten. Seit die Pläne bekannt wurden, gab es zahlreiche Diskussionen und Informationsveranstaltungen. Außerdem hat sich eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben gegründet. Auch vor der Gemeinderatssitzung am Donnerstag haben Gegner des Projekts Flugblätter verteilt. Die vier Landwirte sind derweil schon ein eingespieltes Team. Sie betreiben gemeinsam eine große Biogasanlage.
Zu den Kurznachrichten. Obstbauern im Bodenseegebiet haben aufgrund von Frost Großteile ihrer Ernten verloren. Inwieweit die betroffenen Bauern in Bayern mit staatlichen Hilfen rechnen können, steht allerdings noch nicht fest. Zurzeit laufen laut dem Bayerischen Landwirtschaftsamt noch die Schadenserhebungen. Einen Zwischenbericht soll es noch vor der Sommerpause geben. Genau beziffern lasse sich der Schaden erst zur Erntezeit. In Baden-Württemberg hatte das Kabinett die Frostnächte als Naturkatastrophe eingestuft, als Grundlage dafür, dass staatliche Gelder fließen können. Bäume am Marienplatz werden gefällt. Es grün zu grün am südlichen Eingang zur Ravensburger Innenstadt. Aber nicht mehr lange. Im Zuge der Sanierung der Marienplatz-Tiefgarage müssen 2020 nämlich 12 Bäume gefällt werden. Unter anderem wird es die 8 Linden neben der evangelischen Stadtkirche treffen und 3 Bäume vor dem Kornhaus. Derweil wird seit 22. Mai im Inneren der Tiefgarage gearbeitet. Mittels Hochdruckwasserstrahler wird der marode Beton weggespritzt. Dafür braucht es ein Aggregat. Das ist zwar möglichst schalldicht eingepackt, dennoch müssen die Anwohner den ganzen Tag über ein Brummen aushalten. Eissporthalle soll erweitert werden. Die Ravensburger Eissporthalle soll erweitert werden, damit die Tower Stars in die erste Liga aufsteigen können und der Nachwuchs besser trainieren kann. Geprüft wird, ob auf 4000 Zuschauerplätze und 200 VIP-Plätze aufgestockt werden kann und ob der Bau einer zweiten kleinen Eisfläche möglich ist. Die Stadtwerke Ravensburg, Eigentümer der Eissporthalle, haben das Büro Schlenker Architekten aus Schwenningen mit der Machbarkeitsstudie sowie der Planung beauftragt. Die 50.000 Euro für die planerischen Grundlagen zahlen die Stadtwerke. Für einen möglichen Umbau der Halle müssen die Ravensburg Tower Stars selber aufkommen. Der Werksausschuss der Stadt Ravensburg hat dem Projekt seine Zustimmung erteilt. 1.800 Besucher beim Auftakt des Kreismusikfestes. Das Kreisverbandsmusikfest in Eglovs hat am Donnerstagabend begonnen. 12 Musikvereine aus der Region sorgten mit ihrem Einmarsch ins Festzelt für einen zünftigen Auftakt. Agenbühls Bürgermeister Roland Sauter brachte mit 3 Schlägen den Gerstensaft zum Fließen. Das Zelt war mit 1.800 Besuchern bereits am ersten Abend gut gefüllt. Die Musikkapelle Eglovs wird anlässlich ihres 175-jährigen Bestehens 5 Tage lang feiern. Höhepunkt ist der Pfingstmontag mit dem großen Festumzug durchs Dorf. Kulturuferprogramm bekannt gegeben. Das Programm für das 33. Kulturufer in Friedrichshafen steht fest. Bei einer Pressekonferenz gaben die Veranstalter alle Künstler und Programmpunkte bekannt. Die musikalischen Höhepunkte sind in diesem Jahr die Konzerte von Gregor Meile und Yvonne Katterfeld. Die Stadt Friedrichshafen gibt für die Kulturveranstaltung insgesamt 150.000 Euro aus. Das Kulturufer startet am 28. Juli und dauert bis zum 6. August. Schwestern vor Gericht. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Schwarzfahren sind 2 Schwestern vor dem Amtsgericht Tuttlingen zu Geldstrafen verurteilt worden. Die beiden waren im Januar 2016 ohne Fahrkarten im Regionalzug von Tuttlingen nach Friedingen unterwegs. Als eine Schaffnerin die beiden Schwestern kontrollieren wollte, eskalierte die Situation. Zunächst versuchten die Frauen zu flüchten, kurz vor Sigmaringen bissen und boxten sie die Schaffnerin, die nach dem Vorfall ihren Beruf gekündigt hat. 50 Flüchtlinge sollen demnächst aus der vorläufigen Unterkunft des Landkreises in die kommunale Anschlussunterbringung der Stadt Weingarten wechseln. Deshalb baut die Stadt gerade ein neues Wohngebäude in der Oberstadt. Wer dort untergebracht werden soll und was die Anwohner zu ihren neuen Nachbarn sagen, Rahel Krömer berichtet. Schon in 3 Monaten sollen hier die ersten Bewohner einziehen. Das Haus in der Weingartner Oberstadt nahe der Uni bietet dann Platz für 45 Flüchtlinge in 10 Wohnungen, hauptsächlich für Familien. Sollten jemals dieses Gebäude nicht mehr für die Unterbringung von Flüchtlingen erforderlich sein, haben wir das Haus so konstruiert, dass es uns möglich sein wird, dieses Haus zu günstigen Mieten den Menschen anzubieten, die einfach auf dem normalen Wohnungsmarkt sich schwer tun, aufgrund unterschiedlicher Gründe Wohnraum zu finden. Und da ist die Stadt auch ein Stück weit in der Pflicht, günstigen Wohnraum anzubieten, so wie andere Städte das auch tun. Das war uns immer schon ein Anliegen in Weingarten. Und deswegen ist dieses Gebäude, egal wie sich die Flüchtlingszahlen entwickeln werden, auf jeden Fall hilfreich und kann eine Lösung sein, langfristig auch für diese Menschen. Die Wohnungen entsprechen in Größe und Ausstattung dem Standard des sozialen Wohnungsbaus. 1,6 Millionen Euro Baubudget hatte der Architekt dafür zur Verfügung. Die Idee ganz am Anfang war, eine Containersiedlung zu bauen. Und da sind wir uns eigentlich relativ schnell einig geworden, auch auf meine Initiative hin, glaube ich, kann ich schon sagen, war ich auch mit Auslöser,
um zu überlegen, können wir heute einen vernünftigen Wohnungsbau machen statt Container. Die Flüchtlinge kommen nicht neu nach Weingarten. Sie sollen aus vorläufigen Unterkünften des Landkreises in die kommunale Anschlussunterbringung der Stadt wechseln, so der Oberbürgermeister bei der Infoveranstaltung für die Nachbarn. Alle hätten mittlerweile den Aufenthaltsstatus für Deutschland. Naja, ich meine, das wird eine Menge mehr Mensch werden hier. Da müssen wir uns schon darauf einstellen. Meine Befürchtung könnte höchstens sein, dass sich die verschiedenen Religionen im Haus nicht vertragen. Wenn man so bedenkt, was sie mitgemacht haben, muss man eigentlich freundlich sein. Insgesamt kann Weingarten nach Fertigstellung des Gebäudes 150 Plätze für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung anbieten und erfüllt damit die gesetzlichen Vorschriften. Nach der Werbung lernen Sie eine Jägerin kennen, die noch das Jagdhornspielen beherrscht. Sie sagt uns, weshalb ihr das so wichtig ist. Immer mehr Menschen machen einen Jagdschein, aber immer weniger Menschen lernen auch das, was Jäger früher eigentlich immer beherrscht haben, das Jagdhornblasen. Einst wurden ganze Jagden mit dem Jagdhorn geleitet. Diese alte Tradition gerät zunehmend in Vergessenheit. Für die Jägerin Ines Rundl aus Göggingen im Landkreis Sigmaringen ist das eine traurige Entwicklung. Ines Rundl aus Göggingen im Landkreis Sigmaringen ist Jägerin aus Leidenschaft. Und sie beherrscht etwas, was heute immer weniger Jäger beherrschen, das Jagdhornblasen. Mit dem Jagdhorn wurden in früheren Zeiten ganze Jagden geleitet. Doch diese Tradition der Respektserweisung vor dem Tier werde immer seltener ausgeübt. Eine betrübliche Entwicklung findet die dreifache Mutter. Ich habe mit dem Jagdhornspielen begonnen, um jagdliche Traditionen zu bewahren. Es ist mir wichtig, dem erlegten Wild die letzte Ehre mit einem Todsignal zu erweisen. Die Ehrfurcht vor dem Wild gehört für mich zur traditionellen Jagd einfach dazu. Rundl absolviert im Jahre 2008 ihren Jagdschein. Im Jahr darauf begann sie mit dem Jagdhornspielen. Das Erlernen des Instruments nehme Zeit in Anspruch, es sei aber kein Hexenwerk. Aus dem Horn kämen gerade einmal 5 Töne heraus und es sei nicht erforderlich, Noten lesen zu können, sagt die 36-Jährige. Im Hegering Rauchenwies-Ostrach, dem sie und ihr Mann Jürgen angehören, gibt es rund 70 Jäger. 18 von ihnen spielen in der Jagdhornbläsergruppe, die sich jede Woche zum Spielen trifft. Geprobt wird grundsätzlich in der freien Natur. Ines Rundl ist im Kreise ihrer spielenden Kollegen einzigartig. Sie ist nämlich die einzige Frau. Mit bei den Jagden im eigenen Revier dabei ist auch immer Jagdhündin Amy, die heute 6 Jahre alt ist. Eine Jagd wird bei den Rundls immer mit dem Stück Aufbruch zur Jagd begonnen. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Sie steigen einfach ins Auto, lehnen sich gemütlich zurück, lassen das Auto selber fahren und Sie müssen wirklich überhaupt nichts tun. Können Sie sich das vorstellen? In einigen Jahren könnte es vielleicht wirklich soweit sein. Einige Studenten haben beim ZF Race Camp in Friedrichshafen ihre fahrerlosen Rennwagen getestet. Schon zum 10. Mal richtet ZF das Race Camp in Friedrichshafen aus. Hier können Studententeams ihre Rennwagen testen und bekommen Unterstützung von den ZF-Profis. Alle Teams nehmen am Konstruktionswettbewerb Formula Student teil. Die Mannschaften bereiten sich auf ein Rennen am Hockenheimring vor. Mit dabei ist auch das Rennteam der Hochschule ETH Zürich. Sie arbeiten an einem autonomen Fahrzeug. Ein Wagen, der wie von Geisterhand und ohne Fahrer fährt. Die Entwicklung ist eine schwierige Aufgabe. Die Herausforderung ist im Prinzip, den Fahrer oder die Fahrerin mit all ihren menschlichen Fähigkeiten zu ersetzen. Also das gehört zum einen das Sehen, das Wahrnehmen der Umgebung, aber auch das Reagieren drauf. Also wenn wir jetzt effektiv die Umgebung wahrnehmen, wissen wir auch gerade, wo wir durchfahren müssen zwischen den Kegeln. Für Computer ist das schon einiges schwieriger. Da müssen auch einige Algorithmen dann dahinter stecken, die das ersetzen. Diese fahrerlosen Wagen sind eine absolute Neuheit beim ZF Race Camp. 6 Teams arbeiten an Fahrzeugen dieser Art. Aber auch Rennwagen mit Fahrern werden beim Camp für das große Rennen fit gemacht. Insgesamt 24 Teams nehmen teil.
Die Teams kommen im Endeffekt von ganz Europa. Es ist ein weltweiter Wettbewerb aufgrund der Anreise jetzt heute von Padua in Italien, aus der Tschechischen Republik, von Pilsen bis hin auch nach Holland, nach Delft, aber vor allen Dingen natürlich aus Deutschland. Noch bis Samstag dauert das Race Camp. Bis Mitte August haben die Studentenrennteams Zeit, ihre Fahrzeuge weiterzuentwickeln. Dann geht es auf die Strecke am Hockenheimring. Vom Sonnengruß über die Kobra bis zum herabschauenden Hund. All diese Übungen können Yoga-Begeisterte in Biberach zurzeit draußen erleben. Die Volkshochschule Biberach bietet in Kooperation mit der Stadt 12 Outdoor-Yoga-Stunden an. Und das immer an einem anderen Ort. Auftakt war auf dem Giegelberg. Mehr als 150 Teilnehmer waren dabei, darunter auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Was gibt es Schöneres, als sich bei strahlend blauem Himmel oben auf dem Giegelberg in Biberach sportlich zu betätigen und ganz nebenbei auch noch etwas für seine Seele zu tun? Das dachten sich auch mehr als 150 Menschen und genossen das kostenlose Outdoor-Yoga mit Yogalehrerin Isabel Himmler. Doch was macht Yoga so besonders? Also es ist einfach so, dass wenn du durch die Bewegung in Verbindung mit dem Atemfluss diese Yoga-Haltungen praktizierst, dass dann auch durch die Konzentration auf den Atem dieser Verstand ruhig wird. Ich meine, er ist dann nicht mehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, was mache ich gestern, was mache ich heute. Es ist alles eine Frage der Aufmerksamkeit und ich denke, das ist das Geheimnis vom Yoga. Dieses Geheimnis hat auch Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler jetzt für sich entdeckt. Da dieses Angebot von der Stadt in Kooperation mit der Volkshochschule insgesamt 12 Mal in Biberach angeboten wird, ließ es sich der Stadtoberhaupt nicht nehmen, beim ersten Outdoor-Termin selbst dabei zu sein. Sie müssen jetzt ein Brett sein, das habe ich gehört. Wie funktioniert das? Nicht immer, aber ich arbeite daran, dass ich ein Brett werde. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Mit ein bisschen Übung klappt das mit der Gymnastik bestimmt bald besser. Aber dass es nicht nur dem Oberbürgermeister gefallen hat, sieht man auch an den vielen Teilnehmern. Darüber freut sich die Yogalehrerin besonders. Ich finde es vor allem super, weil da ja jung und alt, kleine Kinder und richtig ältere Leute, die sich hierher trauen, Männer und Frauen und alle. Wer Lust hat, kann mit seiner Yogamatte bei einem der nächsten Termine kostenlos und ohne Anmeldung dabei sein. Die Termine gibt es im Internet unter www.vhs-biberach.de. Der Eishockey-Verteidiger Raphael Kapzan bleibt nun doch als Spieler bei den Ravensburg Tower Stars. Er kommt damit in seine 11. Saison. Diese und weitere Sportmeldungen haben wir nach der Werbung für Sie. Bleiben Sie dran. Weitere wichtige Meldungen aus der Welt des Regionalsports haben wir jetzt für Sie in unserem Sportflash. Eishockey-Verteidiger Raphael Kapzan hat seinen Vertrag bei den Tower Stars doch noch um ein Jahr verlängert. Er geht mit dem Ravensburger Zweitligisten damit in seine 11. Saison. Ursprünglich wollte der 31-Jährige seine Karriere schon beenden und für die Tower Stars im administrativen Bereich arbeiten. Jetzt will Kapzan doch nochmal als Spieler angreifen. Der 31-Jährige ist nach Stefan Vogt der dienstälteste Spieler. Kapzan ist seit der Ausgliederung der Tower Stars als Profibetrieb aus dem EV Ravensburg 2007-2008 dabei und macht seitdem alle Höhen und Tiefen mit. Die Kaderplanung für die Abwehr ist damit bei den Tower Stars abgeschlossen. David List vom Friedrichshafener Radsportverein Seerose ist derzeit in bestechender Form. Beim Mountainbike Junior Event in Albstadt übernahm er nach einem Sturz gleich zu Beginn in der 3. von 5 zu fahrenden Runden die Führung. In einer Stunde, einer Minute und 38 Sekunden überquerte der Hefler Mountainbiker die Ziellinie. Sein Vorsprung betrug 39 Sekunden auf den Franzosen Victor La und 47 Sekunden auf Eduardo Silo aus Spanien. Hattinger SV spielt in Überlingen. Trotz einer Erfolgsserie von zuletzt 9 ungeschlagenen Spielen kämpft der Hattinger SV in der Fußballbezirksliga Bodensee weiter um den Klassenerhalt. Die Mannschaft aus dem Teilort von Immendingen hat 2 Spieltage vor dem Saisonende 41 Punkte auf dem Konto. Doch der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur 2 Zähler. Daher wollen die Hattinger ihre Erfolgsserie auch am Samstag fortsetzen. Die Partie wird am Samstag um 15.30 Uhr in Überlingen angepfiffen. Was Sie alles am verlängerten Wochenende unternehmen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Sie. Wann wird dieser Winzling endlich begreifen, dass ich nicht seine Mama bin, denkt sich der tollpatschige Bär genervt. Das frisch geschlüpfte Gänseküken davon zu überzeugen, will ihm einfach nicht gelingen. Das Faro-Theater spielt das Kinderstück Ganz der Bär, freigegeben ab 4 Jahren.
Zu sehen ist das Stück am Mittwoch, den 7. Juni um 17 Uhr in der Scheuer der Hofanlage Mils in Kressbronn. Die Schwäbische Zeitung und der Südfinder suchen auch 2017 wieder die Blaskapelle des Südens. 330 Musikvereine aus dem gesamten Erscheinungsgebiet hatten sich beworben. Nun kämpfen der Musikverein Ertingen, die Kreisjugendmusikkapelle Biberach und der Musikverein Neukirch am Pfingstsonntag um die begehrte Auszeichnung. Ausgetragen wird das Finale beim letztjährigen Gewinner, dem Musikverein Kressbronn. Die Besucher dürfen sich auf viele kreative Show-Einlagen, gute Stimmung im Festzelt und natürlich einen neuen Sieger freuen. Die Reifeprüfung gibt es in Form eines theatralen Roadtrips am Samstag in Radolfzell und am Sonntag in Tettnang zu sehen. Zwei Schauspieler des Konstanzer Theaters sind in einem quietschgelben Panda samt Campinganhänger auf einer Expedition rund um den Bodensee unterwegs. Im Gepäck Texte von Shakespeare bis Heiner Müller am Samstag um 18 Uhr in Radolfzell am Seetorplatz und am Sonntag in Tettnang am Neuen Schloss. Heute Morgen wurden wir noch von der Sonne geweckt. Wie hier über der Weingartner Basilika schien sie bereits früh über der ganzen Region und versüßte uns den Start ins verlängerte Wochenende. Leider haben die Kollegen aus der Wetterredaktion aber keine guten Nachrichten für die Pfingsttage. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Feuchtwarme Luft bestimmt aktuell noch unser Wetter, aber die wird bald vertrieben. Das Tiefdruckgebiet Heinrich hier draußen auf dem Atlantik, das lenkt bald kühlere Luft zu uns und das kann eine ganz schön brenzliche Wetterlage werden. Zum Start in den Samstag ist aber noch alles gut. Da scheint die Sonne und es wird nochmal hochsommerlich warm, teilweise sogar richtig heiß mit Temperaturen von 26 bis 31 Grad. Aber es fängt bald an zu brodeln, es bilden sich Schauer und Gewitter, zuerst über Schwarzwald und Alb, aber die breiten sich im Tagesverlauf immer weiter aus. Bei uns in der Region, also besonders in Teilen Oberschwabens und am Bodensee, da hält das Sommerwetter noch am längsten durch. Da scheint noch lange die Sonne und es wird sehr warm mit Temperaturen von bis zu 28 oder sogar 29 Grad. Über Schwarzwald, teilweise Alb, Baar, da brauen sich allerdings bald die ersten Gewittergüsse zusammen und die breiten sich dann in den Abendstunden immer weiter aus und lokal können dann noch Unwetter nicht ganz ausgeschlossen werden, sprich es kann zu Starkregen, zu Hagel und auch zu Sturm kommen. In der Nacht auf dem Pfingstsonntag gehen die Gewitterschauer dann in Dauerregen über und auch am Sonntag ist es noch lange Zeit nass. Pfingstmontag vorübergehend etwas freundlicher und wärmer, dann kommt nochmal eine nächste Dusche. Ab Mittwoch geht es dann aber wirklich aufwärts mit den Temperaturen und in der zweiten Wochenhälfte ist dann wieder Hochsommer angesagt. Was es mit diesen Stäben auf sich hat, sehen Sie in unserer nächsten Sendung am Dienstag. Die Neuntklässler der Realschule Mengen verbessern damit unter anderem ihre Koordination und das Gleichgewicht. Mehr über das sogenannte Balori-Training erfahren Sie nach dem langen Wochenende am Dienstag im Journal Bodensee. Und damit möchte ich mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Genießen Sie die freien Tage. Alles Gute Ihnen und tschüss.